Herzlich willkommen zu My Podcast. Ich bin Journalistin Laura Lewandowski und gemeinsam mit My Postcard, deiner Lieblings-App auf jeder Reise, bekommst du in den nächsten 5 Minuten spannende Inspirationen aus aller Welt. Meine Gäste, Reiseenthusiasten, Influencer und Experten aus der Travel-Branche. Sie verraten uns, welche Erfahrung unvergesslich war und vor allem, aus welchem Land du deine nächste Postkarte schreiben solltest. Lieber Thomas, ich freue mich total, dass du da bist. Thomas, du bist Leiter der Unternehmenskommunikation vom Flughafen Düsseldorf. So ist das, ganz genau. Nachdem du bei einem der wichtigsten Flughäfen Deutschlands, kann man sagen, arbeitest, bist du sicherlich auch viel unterwegs. Wohin ging denn deine letzte Reise? Meine richtige Reise ging, wenn wir über Urlaub sprechen, nach Norwegen und Schweden. Und ansonsten viel Berlin, viel Frankfurt, viel Brüssel, München. Und Hand aufs Herz, wann hast du deine letzte Postkarte geschrieben? Aus dem Urlaub ist das viele Jahre her. Die Kinder machen das eher jetzt, sie haben das übernommen, das ist ganz gut. Hin und wieder schreibe ich aber mal einen Brief, in der Tat handgeschrieben, kommt aber eher seltener vor. Jetzt habe ich ein kleines Spiel und zwar stell dir vor, ich gebe dir eine Postkarte, da ist kein Foto drauf und kein Text. Und du darfst diese Karte aber an jemanden schreiben, mit dem du einen wunderschönen Urlaub verbracht hast oder ein besonderes Erlebnis in dem Urlaub geteilt hast. An wen geht diese Karte? Wahrscheinlich würde ich die Postkarte an 3 gute Freunde schicken. Mit denen sind wir vor vielen Jahren mal den Yukon runtergepaddelt im Kanu. Und ich würde ihnen wahrscheinlich schreiben, dass es nochmal eine Zeit ist, sich 6 Wochen Zeit zu nehmen und sich ins Kanu zu setzen. Also das heißt, das Foto, das du da hochladen würdest auf die Postkarte, würde euch im Kanu zeigen? Ja, irgendein altes Dia von uns, rank und schlank und voll im Saft und finde die 10 Fehler. Leichte Veränderungen gibt es da sicherlich, aber müssten wir nochmal tun, ja. Sehr cool. Und kannst du uns ein bisschen mehr über die Erfahrung da erzählen? Wo habt ihr genau Urlaub gemacht? Wie lief die Kanufahrt ab und ein bisschen über die Region? Ja, das war noch im analogen Zeitalter, Smartphones und solche Dinge gab es noch gar nicht und wir sind von Whitehorse im Yukon Territory sind wir bis nach Dawson City gefahren. 5 Wochen waren wir auf dem Wasser. Nach 400 Kilometern gab es einen Ort, da konnte man ein bisschen was einkaufen. Ansonsten war das viel Wald, viel Bären, viel Fische, viel Wasser und viel Natur. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das klingt richtig schön. In welchem Kontext hast du das gemacht? Wie lange warst du insgesamt unterwegs und wie seid ihr auf dieses Reiseziel oder auf diese, sag ich mal, Erfahrung gekommen? Ach, das war im Prinzip schon nach der Schule. Es ist wirklich schon einige Jahre her. Und bevor es uns dann zum Studium verschlagen hat, haben wir gesagt, wir machen mal was total Verrücktes. Und sind in Jack-London-Manier sind wir aufgebrochen in die kanadische Wildnis und davon zehren wir heute noch. Wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen könntest, warum man da heute im digitalen Zeitalter nochmal hinfahren oder fliegen sollte, für wen lohnt sich's? Gut, man kann natürlich Kanada im Camper bereisen, das ist natürlich kein Problem, hat man auch allen Komfort, den man sich vorstellen kann. Wir haben damals die rustikale Weise gewählt mit dem Zelt und mit 2 Gewehren, 2 Booten, 4 Jungs, 30 Kilogramm Milchpulver. Und haben uns dann schlichtweg da 5 Wochen durch die Wildnis geschlagen. Und das muss man natürlich mögen. Handyempfang wird es heute an der einen oder anderen Stelle sicherlich geben, aber längst nicht überall. Und man gewinnt einen gewissen Abstand. Und man beginnt die Natur wieder neu zu verstehen, zu erriechen. Man wäscht sich im Fluss, ist alles ein bisschen reduziert und fernab von unserer heutigen Welt, die ja schnell und hektisch vielfach ist. Ja, da stimme ich dir absolut zu und ich sehe mich auch schon halb im Kanu sitzen. Wenn wir mal in die Zukunft blicken, welches Land würde dich extrem reizen oder aus welchem würdest du vielleicht deine nächste Postkarte schreiben? Seitdem ich 20 bin, möchte ich eigentlich nach Nepal und möchte zum Basislager des Mount Everest trekken. Weiter schaffe ich es, glaube ich, nicht, aber das ist so ein Ziel, was mich schon sehr reizt, aber wie das so ist im Leben, wenn man es nicht früh macht, dann wird es hinten raus immer schwieriger und bisher fehlte dann die Zeit oder die Lebenssituation hat es nicht hergegeben und das würde ich auf jeden Fall sehr gerne machen. Aber es gibt viele, viele Ziele. Südsee würde mich sehr reizen, ganz anderer Urlaub. Die Anden fände ich sehr, sehr spannend. Patagonien, eigentlich mal so, weiß nicht, 3 Jahre einfach mal los und da anhalten, wo es einem gefällt.
sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview, Thomas. Und wo auch immer deine nächste Reise hingeht, da wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß. Sehr gerne, ich werde eine Postkarte schreiben. Danke. Gonna do it with my postcard, show you what's in my heart.